Meiner Frau habe ich unheimlich viel zu verdanken. Nicht nur den einen oder anderen Text. Nein, von ihr habe ich unter anderem gelernt, bei offenem Fenster zu schlafen. Und zwar unabhängig von der Außentemperatur. Und dabei zu überleben. Also, ich kannte und konnte das bis dato nicht. Ich machte früher auf meinem Heizkörper eher ganztägige Fichtennadelaufgüsse. Als ich das erste Mal ihr Schlafzimmer betrat, sah ich da auch imaginäre Schweinehälften von der Decke hängen, kurz bevor meine Augen vereisten. Und ich erinnere mich noch, wie ich mir in der ersten Nacht bei ihr dachte, so musste sich Reinhold Messner damals am Nanga Parbat gefühlt haben. In der Steilwand, in 8000 Metern Höhe, bei minus 40 Grad im Schatten. Und da hatten wir noch nicht mal Oktober. Inzwischen weiß ich, ich könnte sogar Sex haben am Nanga Parbat. In der Steilwand, in 8000 Metern Höhe, bei minus 40 Grad im Schatten. Na, wenn das nichts ist. Novemberhimmel, graue Augen und teils regnerischer Blick. Juni, Juli, blond gelockt die Haare. Zuckerwattendick. 100 Hummeln, schier im Hintern. 7 Sonnen. Sicherheit sich bieten, immerzu verfreut, launig, launisch, wie auch immer, ein von 1000 Teelichtern bewohntes, schmuckes Frauenzimmer. Alle Flügeltüren, Fenster, weit geöffnet für Gespenster, die sich aus manch hohlen Gassen kommen, bei ihm sehen lassen. Allein ihr Schweigen straft den Zweifler immer wieder Lügen. 2 bis 3 Sekunden Stille. In der Regel schon genügen. Jedes Wort ein Sonntagmorgen werde wieder gerne wach. Abende, Champagnerfarben, enden unter einem Dach. Ihre Küsse, samtig weich wie nur Velour, warm noch das verwaiste Laken, süßlich duftend ihre Spur. Rio de Janeiro in den Hüften und Paris im Sinn, in ein Badetuch gewickelt, meine Schönheits. Himmel, blaue Augen, Haare, China-Seiden, die Neujahrsnacht hält, bald erglänzen. Keiner strahlt mich an, wie sie. Das war Lyrik.
Psst.